unter anderem von einer interministeriellen Arbeitsgruppe, die heute auch das Bundeskabinett beschäftigt hat. Dazu hören Sie jetzt zwei Statements von Bundesfamilienministerin Paus und von Bundesgesundheitsminister Lauterbach. Herr Lauterbach, bitte. Ja, vielen Dank, sehr verehrte Frau Bundesministerin Lisa Paus. Sehr verehrten Damen und Herren, zunächst einmal ganz kurz zur Pandemielage. Der anstehende Corona-Winter wird auch für die Familien und für die Kinder wieder eine Herausforderung sein. Es ist leider nicht so, dass die Pandemie vorbei ist, sondern wir erleben derzeit allenfalls eine Atempause. Wir sind auch gewahr, dass wir damit rechnen müssen, dass andere Varianten uns in den nächsten Monaten noch vor Herausforderungen stellen werden. Diese Varianten sind durch eine noch stärkere Immunflucht als die derzeit kursierende BA5-Variante gekennzeichnet. Wir wissen derzeit noch nicht genau, beobachten die Studienlage aber sehr präzise, wie gut unsere bivalenten Impfstoffe, mit denen wir derzeit die Boosterimpfungen vornehmen, wirken werden. Das können wir noch nicht genau sagen, aber wir sind daher an einer Schwelle. Die kalte Jahreszeit kommt erst noch und wir haben aber jetzt schon hohe Todeszahlen, ungefähr 1000 Tote in der vergangenen Woche. Die Krankenhäuser arbeiten bereits jetzt am Limit. Und die neuen Varianten bauen sich auf. Daher müssen wir vorsichtig sein. Aber wir sind gut vorbereitet durch die Impfkampagne, die jetzt gut anläuft. Wir haben von Tag zu Tag zum Teil bis zu 100.000 neue Impfungen. Wir haben den Pandemieradar am Netz, was sehr gut funktioniert. Es hat das Abwassermonitoring, das spielt uns in die Hände. Und auch Paxlovid wird mehr eingesetzt. Und die Länder haben die Maßnahmen zur Hand, die sie einsetzen könnten, wenn sie notwendig sind. Ich komme auf die Situation zu sprechen, wie ansteckend sind eigentlich Kleinkinder, Kita-Kinder. Was zeigt uns da die Studienlage? Die Studie, die wir hier ausgewertet haben in Deutschland, beschäftigt sich mit der Frage, sind Kitas eigentlich Infektionsherde gewesen? Und da können wir nachträglich ganz klar sagen, das waren sie nicht. Kitas waren keine Infektionsherde. Die Inzidenz bei den unter 5-Jährigen liegt relativ konstant im Moment und lag auch immer relativ konstant unter den Infektionsinzidenzen der Kinder im Grundschulalter und bei den Jugendlichen. Die Übertragungsrate in einer Kita-Gruppe betrug nur 9,6%, also unter 10%. Das ist eine deutlich unterdurchschnittliche Übertragungsrate, die dabei in der Größenordnung von einem Fünftel der Übertragungsrate in Familien liegt. Einfach ausgedrückt, also in Kitas konnten man sich sehr viel weniger schnell infizieren als in den Familien. Damit sind also die Kitas keine wichtigen Treiber der Pandemie gewesen. Die Kinder selbst, die es dann betroffen hat, die hatten in der Regel auch asymptomatische Verläufe, sind also auch nicht besonders gefährdet gewesen. Und wir wissen derzeit auf der Grundlage der uns vorliegenden Daten, dass auch langwierige Verläufe und schwere bleibende Schäden bei Kita-Kindern eher die Ausnahme sind. Somit sind die Kita-Kinder selbst nicht so stark erkrankt. Und sie waren auch kein Treiber der Pandemie. Somit muss man sagen, nach dem Wissen von heute kommt man klar zu der Erkenntnis, dass die Kita-Schließungen zu Beginn der Pandemie nicht nötig gewesen wären. Sie waren also unnötig aus der Sicht der Wissenschaft von heute. Und das müssen wir natürlich beachten, wenn wir jetzt in die Winterwelle hineingehen. Also daher Kontaktreduktionen sind dort sinnvoll, das Bilden von kleinen Gruppen, Masken bei Erwachsenen, auch das Lüften, alles wichtig. Aber also das Schließen von Kitas ist definitiv medizinisch nicht angemessen und wäre auch in dem Umfang, wie wir es damals gemacht haben, nach heutigem Wissen nicht nötig gewesen. Ich komme also zu der Impfquote beim Personal, bei den Betreuerinnen und Betreuern, beim Erziehungspersonal. Da haben wir eine Impfquote von 85% beim pädagogischen Personal in den Kita-Einrichtungen erreicht, was die dreifache Impfung angeht. Das ist eine sehr hohe Quote. Dreifachimpfung von 85% liegt weit oder über dem Bevölkerungsdurchschnitt. Auch das gibt für die Kitas eine große Sicherheit und somit werden wir Kitas nicht mehr schließen müssen. Wir werden also Schutz- und Hygienemaßnahmen natürlich lebensnah pragmatisch durchführen. Aber die Kitas haben sich nicht als ein Hort der Infektion gezeigt. Und wir sind auch bei den Kitas daher gut vorbereitet auf das, was kommt. Herzlichen Dank. Frau Paus, bitte. Genau, wir
wissen aber trotzdem, dass gerade Kinder und Jugendliche erheblich gelitten haben unter der Pandemie, wie wir festgestellt haben, nicht unter der Infektion selber, aber eben an den Folgen der Eindämmungsmaßnahmen. Und besonders hart hat es die getroffen, die es bereits vor der Pandemie schwer hatten. Ich möchte mal 3 Beispiele nennen. 3 von 10 SchülerInnen erleben ihren Gesundheitszustand schlechter als vor der Pandemie. Bei den sozial Benachteiligten sind es 4 von 10. Bei der Hälfte aller SchülerInnen hat sich das psychische Wohlbefinden verschlechtert. Bei den sozial Benachteiligten sind es sogar 2/3 der Kinder und Jugendlichen. 40% mehr Kinder und Jugendliche kamen 2021 wegen einer Essstörung ins Krankenhaus als noch 2019. Und deshalb muss jetzt das Kindeswohl bei der Bekämpfung der Pandemie im Vordergrund stehen. Und damit bekräftige ich auch mit Nachdruck eine zentrale Forderung des Corona-Expertinnenrats. Der Corona-Expertinnenrat hat uns im Februar aufgegeben, das Kindeswohl in der Pandemiebekämpfung viel stärker in den Blick zu nehmen. Und dafür haben wir im ersten Schritt erhoben, wo wir in Sachen Unterstützung für Kinder und Jugendliche beim Überwinden der Pandemiefolgen stehen. Die von uns gemeinsam mit dem Gesundheitsministerium eingesetzte Arbeitsgruppe hat das untersucht. Und das Ergebnis haben wir eben heute im Kabinett vorgestellt. Konkret ging es um die Empfehlung, Kita und Schulen offen zu halten, Sport- und Freizeitangebote offen zu halten, Gesundheit präventiv zu fördern und Kinder und Jugendliche, die schon vor der Pandemie belastet waren, stärker zu unterstützen. Bund, Länder und Kommunen waren hier angesprochen. Mein Innenministerium hat sich insbesondere dafür eingesetzt, dass Sport- und Freizeitstätten finanziell unterstützt werden und so im Regelbetrieb bleiben können, dass die frühkindliche Bildung, die Kinder-, Jugend- und Sozialarbeit und die psychosoziale Unterstützung vor Ort gestärkt wurden, einschließlich der frühen Hilfen, und dass über 10.000 Familien mit geringem Einkommen durch die Corona-Auszeit in den Urlaub fahren konnten. Das waren ein paar Beispiele aus dem Programm Aufholen nach Corona, das insgesamt 2 Milliarden Euro betragen hat. Bei der bedarfsorientierten Hilfe vor Ort helfen die gesetzlichen Vorgaben des Bundes, um besondere Belastungen von Kindern, Jugendlichen und Familien vor Ort besser zu erkennen und ihnen schnell und einfach mit Beratung oder Therapieangeboten zu helfen. Der Bund hat mit dem Kinder- und Jugendschutzgesetz von 2021 dafür gesorgt, dass jetzt Kinder und Jugendliche einen eigenen Beratungsanspruch haben, dass Kinder und Jugendliche in Notsituationen Hilfe unmittelbar in Anspruch nehmen können, ohne vorher einen Antrag beim Jugendamt stellen zu müssen, und dass Leistungen der Schulsozialarbeit explizit im Rahmen der Jugendhilfe gewährt werden können. Damit können besondere Belastungen leichter, schneller und besser identifiziert werden und Hilfe schneller organisiert werden. Aber trotz all dieser Anstrengungen wissen wir, dass die Belastungen von Kindern und Jugendlichen in der Pandemie einfach deutlich zugenommen haben. Und das gerade bei denjenigen, die eben schon vor der Pandemie belastet waren. Und deswegen ist es eben nicht überraschend, aber eben umso bedrückender, dass die Pandemie die soziale Ungleichheit schon bei den Kleinsten, schon bei Kindern in der Kita, verschärft hat. Laut der Kita-Corona-Studie tragen die Kinder, die am meisten von frühkindlicher Bildung und Förderung profitieren können, eben besonders schwer an den Folgen der Eindämmungsmaßnahmen. Kitas mit hohem Anteil von Kindern aus sozial benachteiligten Familien haben jetzt einen fast doppelt so hohen Förderbedarf bei Sprache, bei Motorik und bei der sozialen und emotionalen Entwicklung wie vor der Pandemie, und das bei stärker belastetem Personal. Und obwohl sie keine Infektionsherde waren, ich will es nochmal sagen, die Übertragungsrate lag in Kitas bei unter 10%, in Privathaushalten bei über 50%, Herr Lauterbach hat es bereits ausgeführt. Corona ist nicht vorbei. Die Folgen der Pandemie für die belasteten Kinder sind es leider erst recht nicht. Schulen und Kitas und Jugend- und Freizeiteinrichtungen offen zu halten, das ist wichtig. Aber wir müssen eben auch über den kommenden Herbst und Winter hinausblicken. Dass sich die Kluft zwischen Kindern unterschiedlicher Herkunft weiter vertieft, dem müssen wir uns mit aller Kraft entgegenstellen, um diesen Kindern eine gute Zukunft zu ermöglichen und auch, weil Nichthandeln uns sehr teuer zu stehen kommen wird. Mein Ministerium hat eine Studie in Auftrag gegeben, die ist jetzt noch nicht fertig, beschäftigt sich aber mit den finanziellen Folgen der psychischen Belastung für Kinder und Jugendlichen durch Corona aus der gesamtgesellschaftlichen Perspektive, also nicht nur für das Gesundheits- oder Bildungswesen, sondern zum Beispiel auch für die Wirtschaft und für staatliche Steuerminder- oder Mehreinnahmen und Sozialhilfe, Mehrausgaben. Diese Studie steht noch am Anfang, aber wir haben eine erste Probebohrung vorgenommen.
Die drei am häufigsten im Zusammenhang mit Corona genannten psychischen Erkrankungen bei Kindern und Jugendlichen sind eben, ich hatte es schon erwähnt, Depressionen, Angststörungen, Essstörungen. Und allein die Zunahme dieser Krankheiten bei 10- bis 17-Jährigen hat seit 2020 Mehrkosten im Gesundheitswesen von mindestens 130 Millionen Euro verursacht. Ich finde, wir müssen hier gegensteuern. Einiges setzen wir schon um. Das im Koalitionsvertrag vereinbarte Zukunftspaket für Bewegung, Kultur und Gesundheit kommt ab 23. Damit fördern wir Projekte von Kindern und Jugendlichen selbst. Kinder und Jugendliche sollen erfahren, dass sie im Mittelpunkt stehen und ihnen ermöglicht wird, eigene Projektideen umzusetzen. Stichwort Selbstwirksamkeit. Und wir stärken auch die Nummer gegen Kummer. Das Kinder- und Jugendtelefon und die Online-Beratung der Nummer gegen Kummer können in diesen schwierigen Zeiten junge Menschen entlasten. Dort ist jemand, der zuhört und der hilft bei allen Fragen, Sorgen und Problemen. Anfang Oktober haben wir dafür auch eine Schulinformationsinitiative gestartet. Das heißt, alle Grund- und weiterführenden Schulen haben die Möglichkeit, die Schulboxen für Lehrkräfte zu bestellen. Jedes Kind, jede und jeder Jugendliche soll die Beratungsangebote der Nummer gegen Kummer kennen. Und wir werden uns in der Arbeitsgruppe jetzt verstärkt den psychischen Belastungen und den besonders belasteten Kindern und Jugendlichen zuwenden. Wir werden uns die Problemlagen jetzt nochmal genau anschauen und weitere zielgerichtete Maßnahmen für diese Kinder und Jugendlichen entwickeln. Die werden wir Ihnen dann im Februar kommenden Jahres vorlegen. Weil vieles davon in Ländern umgesetzt werden muss, haben wir anders als noch im vergangenen Jahr jetzt auch die Länder mit am Tisch. Das heißt, wir haben alle dabei, um die es geht und die wir ansprechen wollen. Auch die Jugendlichen über die Bundesschülerkonferenz und auch die Eltern mit der Bundeselternvertretung. Es geht darum, gemeinsam Maßnahmen zu entwickeln und die dann auch möglichst früh ansetzen, um zu verhindern, dass aus psychischem Stress psychische Erkrankungen werden und wenn die Erkrankungen bereits da sind, zu verhindern, dass diese Krankheiten chronisch werden. Es geht letztlich darum, zu verhindern, dass ein Teil einer ganzen Generation abgehängt wird. Es geht um Lebenschancen für die Jüngsten und um Chancengleichheit in unserem Land. Deswegen sind wir aufgefordert, alles in unserer Möglichkeit zu tun. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank, Frau Ministerin. Herr Minister, Sie wollten noch zwei gesundheitspolitische Aspekte der Arbeitsgruppe ergänzen. Ja, ganz kurz. Wir hatten uns so aufgeteilt, dass ich noch zwei ganz spezifische gesundheitspolitische Aspekte erwähne. Zum einen, wir haben derzeit die Situation, dass sehr viele Kinder und Jugendliche psychisch belastet sind, aber sie sind noch nicht psychisch krank. Also die schlechte Nachricht ist, die psychische Belastung ist messbar und ist da. Die gute Nachricht ist, sie sind noch nicht psychisch krank. Wie können wir jetzt verhindern, dass diese Kinder in die psychische Krankheit übergehen? Und da arbeiten wir sehr eng mit den Kassenärztlichen Vereinigungen zusammen, Länder, wie aber auch das Bund. Und die Kassenärztlichen Vereinigungen werden helfen, dass wir über Sonderbedarfszulassungen und Ermächtigungen das Angebot von psychotherapeutischen Versorgungsplätzen erhöhen für Kinder. Das ist ganz, ganz wichtig, gerade in den Brennpunkten. Und da also bedanke ich mich an dieser Stelle auch noch einmal auch für die Offenheit der Kassenärztlichen Vereinigungen, hier Sonderzulassungen zu gewähren, auch Ermächtigungen zu gewähren. Das ist unsere erste Antwort. Der Übergang von der psychischen Belastung in die psychische Krankheit muss verhindert werden, indem wir sehr früh Angebote schaffen. Und dafür haben wir derzeit die Kapazität nicht. Das kann nur geleistet werden durch Sonderzulassungen. Der zweite Punkt ist also, und das sind dann auch Therapien zum Teil, die in der Gruppe gemacht werden. Also hier ist der Ausbau der Gruppentherapie für die Kinder und Jugendlichen nicht nur vorgesehen, sondern findet schon statt. Das läuft an und funktioniert auch. Der zweite Punkt, den ich erwähnen möchte, ist, dass wir auch beim ÖGD, öffentlichen Gesundheitsdienst, also zusätzliche Angebote schaffen und dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des ÖGD sich auch stärker in die Schulen einbringen und dort versuchen, in der Schule oder im Umfeld der Schule besonders gefährdete Kinder zu unterstützen. Das ist eine wichtige Maßnahme, wo der ÖGD sich einbringt. Das wollen wir also ausdehnen. Da arbeiten wir mit den Ländern zusammen. Bundesministerin Paus hatte ja gerade darauf hingewiesen, dass wir in die IMA jetzt die Länder einbezogen haben. Das sind die beiden Beispiele, die ich jetzt gebracht habe, sind konkrete Beispiele, wo wir mit den Ländern versuchen, das weiterzumachen. Schließlich, wir haben als RKI und BMG eine Studie aufgelegt ab dem Dezember 2021, die sogenannte KIDA-Studie, Kindergesundheit in Deutschland, wo wir das, was wir gerade beschrieben haben, etwas genauer noch untersuchen
wo wir genau untersuchen wollen, wer sind die Kinder, die besonders im Risiko stehen, also welche sozioökonomischen Risikofaktoren gibt es, die beachtet werden müssen, wie funktionieren die Angebote, die ich da gerade beschrieben habe. Schließlich letzter Punkt, schon also bevor ich Minister wurde, hatte ich mir damals vorgenommen, also eine Initiative mit zu unterstützen, dass wir die Kinderkliniken entlasten. Wir haben in Deutschland die Situation, dass die Kinderkliniken also eine enorme Arbeit leisten, aber wirtschaftlich gefährdet sind. Und das liegt auch an der Ökonomisierung der Kinderheilkunde in den Kliniken, an den DRGs. Und da arbeiten wir an einer Reform, die jetzt auch also in Kürze also quasi eingebracht werden wird, also in die Anhörung des parlamentarischen Verfahrens, wo es um die Herausnahme der Kinderkliniken aus den Fallpauschalen geht. Da geht es darum, dass in einem Korridor zwischen 80% und 100% des Leistungsvolumens die also Kinderkliniken ihr Budget garantiert haben. Ein garantiertes Budget, sodass der ökonomische Druck einfach weggeht. Und das ist eine Sofortmaßnahme für die Kinderkliniken, die soll für eine begrenzte Zeit dann, also wir wollen das gesamte DRG-System überarbeiten, soll die gelten. Aber der ökonomische Druck muss von den Kinderkliniken weggenommen werden. Und da arbeiten wir an einer Reform dahingehend, dass in einem Korridor 80% bis 100% des Leistungsvolumens das Budget garantiert ist, sodass die Kinder also dort behandelt werden können und so behandelt werden können, wie es für die Kinder am besten ist und nicht, wie es also aus ökonomischen Aspekten heraus der Klinikträger machen muss, nur damit die Klinik am Netz bleiben kann. Vielen Dank. Beide Berichte finden Sie übrigens auf den Internetseiten der Ministerien. Wir kommen zu Ihren Fragen. Es wäre nett, wenn Sie Ihren Namen und Ihr Medium nennen und an wen sich die Frage richtet. Wir beginnen mit dem Kollegen da vorne. Ja, Thema Steffen von Zeit Online. Frau Ministerin Paus, Kinderpsychologen sagen uns, dass zu dem Pandemiestress auf Schülerinnen und Schüler jetzt der Lernstress noch hinzukommt. Nach dem Pandemiestress jetzt Lernstress hinzukommt, weil die Schulen jetzt mit aller Macht versuchen, Wissenslücken zu schließen und nachzuholen. Sollte man da nicht gegensteuern, diesen Stress vermeiden? Und wenn ja, wie könnte das geschehen? Und Herr Minister Lauterbach, von Ihnen würde mich Folgendes interessieren. Wir beobachten ja seit Wochen, dass die Infektionsinzidenz und auch die Hospitalisierungsinzidenzen sinken, obwohl wir in den Winter hineingehen und obwohl es keine zusätzlichen Schutzmaßnahmen jetzt gab, wie zum Beispiel die von Ihnen auch immer wieder vertretene und geforderte Maskenpflicht in Innenräumen. Halten Sie an dieser Forderung fest, beziehungsweise müssen Sie sich da vielleicht sogar mit dieser Warnung korrigieren? Es ist richtig, dass der Stress für Kinder und Jugendliche eben erheblich zugenommen hat. Ich habe eben auch die Zahlen ja entsprechend erläutert. Von daher werden wir uns das jetzt eben genauer anschauen. Wir wissen eben auch, dass Kinder und Jugendliche aus besonders benachteiligten Familien nochmal besonders scharf davon betroffen sind. Deswegen werden wir eben weiterarbeiten und werden eben zusammen mit den Ländern zum Februar entsprechende Vorschläge entwickeln. Und in diesem Lichte, glaube ich, werden wir es dann miteinander bearbeiten. Ich finde, der Punkt ist richtig gesetzt und deswegen gehört er vernünftig bearbeitet. Ja, vielen Dank. Das ist zunächst einmal zur Korrektur. Ich fordere nicht ständig die Maskenpflicht in Innenräumen, sondern ich erinnere die Länder daran, dass sie dieses Instrument haben und selbst entscheiden müssen, wann der richtige Zeitpunkt ist, es einzusetzen. Aber was wir wissen, und das haben wir auch noch mal im Expertenrat jetzt diskutiert, ist also, dass die Zahl der freien Betten umgekehrt proportional zur Inzidenz ist. Das heißt, es gibt eine sehr enge Korrelation. Haben wir höhere Inzidenzen, sinkt die Zahl der also belegbaren Betten sehr schnell ab. Und daher kann man ausrechnen, wenn jetzt die Inzidenz wieder stark steigen würde, im Moment sinkt sie ja, dann wäre innerhalb von sehr kurzer Zeit die also belegbare Bettenzahl so niedrig, dass wir die also Routineversorgung nicht mehr anbieten, nicht mehr garantieren könnten. Daher gehe ich davon aus, dass wir tatsächlich noch genug, leider muss man sagen, Gelegenheit haben werden, darüber nachzudenken, wann ist der richtige Zeitpunkt der Maskenpflicht. Jetzt wahrscheinlich noch nicht, weil wir derzeit sinkende Inzidenz haben. Daher steigt auch die Zahl der belegbaren Betten, wie Sie richtig ausgeführt haben, wieder an. Aber es ist ganz interessant, wie stark die Korrelation ist. Wir haben auf keinen Fall Folgendes. Es wäre ja auch denkbar gewesen. Es wäre ja denkbar gewesen, dass sich Folgendes ergeben hätte. Es gäbe eine Entkopplung, die Inzidenz könnte steigen und die Zahl der belegbaren Betten bliebe konstant.
dann müssten wir uns bei stark steigenden Inzidenzen gar keine Sorgen machen, weil wir hätten immer genug belegbare Betten, zum Beispiel für Routineoperationen. Das hat sich aber leider nicht gezeigt, sondern es ist leider so, dass die Zahl der belegbaren Betten umgekehrt proportional zur Inzidenz ist und somit würde die Inzidenz steigen, sinkt die Zahl der belegbaren Betten, wir kommen in das kurze Gras und dann würden die Länder natürlich die Frage beantworten müssen, wie halten wir es mit der Maskenpflicht in den Innenräumen. Die Kollegin hier vorne. Tina Handel, ARD Hauptstadtstudio. Herr Minister Lauterbach, Sie haben ja gerade schon angesprochen, den Druck, unter dem die Kliniken stehen, aus verschiedenen Gründen. Sie haben gestern auch eine Ankündigung gemacht für Milliardenhilfen, bis zu 8 Milliarden für Krankenhäuser, was natürlich gerade in Verhandlung ist. Wie zuversichtlich sind Sie, dass das durchkommt? Ist Ihr Vorschlag so gemeint, dass das on top zu Strom- und Gaspreisbremse, also was an anderen Entlastungsinstrumenten da ist, on top kommt? Und wie schauen Sie generell auf die Situation der Krankenhäuser im nächsten Jahr, die ja jetzt planen, die ja jetzt vielleicht Kredite anfordern oder so? Und die Inflation bleibt ja so hoch, auch für Lebensmittel, für Medikamente und so weiter. Ja, vielen Dank. Zunächst einmal, die Verhandlungen finden heute Nachmittag statt mit Bund und Ländern. An den Verhandlungen werde ich teilnehmen. Ich bin aber sehr zuversichtlich, dass dieser Punkt, den ich also auch schon gestern erwähnt hatte, der Verhandlungsstand jetzt ist, dass der tatsächlich die Verhandlungen überleben wird, weil Bund und Länder da einer Meinung sind, wir müssen die Krankenhäuser schützen. Das Ziel ist einfach simpelweise das, es darf kein Krankenhaus, nur weil Energie, Gas und Strom teurer werden, also gefährdet sein, dass es aus diesen Gründen schließen muss. Daher haben wir hier eine Lösung, die wir heute Nachmittag wahrscheinlich beschließen werden, die in die Richtung geht, dass also die Strompreisbremse und auch die Gaspreisbremse für die Krankenhäuser zum Tragen kommen. Aber was durch diese Strompreisbremse und Gaspreisbremse nicht abgedeckt ist, das sind ja immer Selbstbehalte, also je nachdem, also wenn das Pflege beispielsweise ist, dann ist der Selbstbehalt 20%, weil dann ist die Strompreisbremse und die Gaspreisbremse betroffen. Die gilt für KMUs und für Einzelhaushalte. Bei den Krankenhäusern gilt die also Regelung, dass es wie größere Industriebetriebe gefasst wird, 70%. Aber diese Deckungslücke, die muss auch geschlossen werden, weil die Krankenhäuser und auch die Pflegeeinrichtungen können keinen Eigenanteil liefern beim Strom. Ich kann nicht, weil wenn Winter ist, kann ich nicht sagen, ich heize weniger. Oder ich kann bei Kernspintomografien nicht sagen, also ich nutze jetzt das Kernspin nicht, weil der Strombedarf also nicht also gedeckt ist. Daher ist die Regelung jetzt so, dass also durch diese 8 Milliarden, die wir insgesamt zusätzlich zur Verfügung haben, dass wir sicherstellen können, in Kombination mit der Strompreisbremse und der Gaspreisbremse, dass für die gesamte Zeit von dem, was wir jetzt absehen können, kein Krankenhaus durch also die stark gestiegenen Energien, also Preise, tatsächlich in eine wirtschaftliche Not kommen wird. Ich bin daher dankbar, dass wir uns auf diesen auch unbürokratischen Weg einigen konnten, den, wenn wir uns heute Nachmittag so einigen sollten, mein Haus dann umsetzen wird im Wege einer Verordnung, wo die Verordnung dann dazu führen wird, dass die Krankenhäuser das Geld so bekommen, wie sie es benötigen. Ja, Zusatz, Moment. Meine Frage war ja noch der Blick auf 23, weil einfach viele der gestiegenen Kosten bleiben. Ne? Und jetzt haben Sie auf jeden Fall, so habe ich Sie verstanden, sicher gemacht, was absehbar ist bis Ende März, glaube ich, bleibt aber sicherlich angespannt. Die Situation bleibt angespannt. Auf der anderen Seite muss man sehen, das sind sehr große Summen, über die wir sprechen. Das ist ja sozusagen Gaspreisbremse, Strompreisbremse plus eben diese 8 Milliarden. Das sind schon sehr nennenswerte Summen und dann werden natürlich auch auf der Strecke die Landesbasisfallwerte steigen, weil die bilden ja auch die Inflation in Teilen ab. Somit, wenn Sie diese drei Komponenten sehen, der gestiegene Landesbasisfallwert auf der einen Seite, dann Gaspreisbremse und Strompreisbremse als zweite Komponente und als dritte Komponente dieses Sonderprogramm Krankenhaus, sage ich einmal, Krankenhauspflege. Das sind schon also starke Programme und ich glaube daher nicht, dass die Krankenhäuser und die Pflegeeinrichtungen in Not geraten werden. Herr Ratsch, Zusatz. Jörg Ratsch, DPA, Herr Minister, nochmal eine Nachfrage zu der Krankenhaushilfe, die 8 Milliarden. Die DKG sagt ja, wir brauchen das jetzt schnell, Weihnachtsgelder müssen ausgezahlt werden und so weiter. Wenn Sie sagen, eine Verordnung, also was ist Ihr Zeitplan, wann soll das Geld kommen? Es soll sehr schnell kommen. Also mir sind die also Nöte der Krankenhäuser bestens bekannt. Und ich hatte ja auch also in anderen Zusammenhängen, ja auch sogar im Deutschen Bundestag, hatte ich ja darauf hingewiesen,
dass ich diese Herausforderung sehr ernst nehme. Aber ich glaube, dass wir mit dem Geld rechtzeitig auf dem Platz sein werden. Es wird kein Krankenhaus in also unmittelbare Not geraten auf der Grundlage gestiegener Energiepreise. Das kann ich ausschließen. Wir haben die Kosten sehr genau analysiert, im Übrigen auch mit der Deutschen Krankenhausgemeinschaft. Gemeinsam haben wir zusammen analysiert und ich bin sicher, das Paket ist vollumfänglich. Also es umfasst die Gesamtmehrkosten, die für Energie da kommen. Und es kommt auch in der Zahl, es wird kein Krankenhaus vom Netz gehen, im wahrsten Sinne des Wortes, weil Energie fehlt. Wie eine die Welt. Eine Frage an Herrn Lauterbach. Sie haben eben eingangs sehr eindrücklich gesagt, die Studie hat gezeigt, die Schließungen wären aus heutiger Sicht nicht nötig gewesen. Das ist ja, ja eine sehr beeindruckende Erkenntnis. Wie sehr schmerzt Sie das, dass man sich da so, dass Sie sich da so geirrt haben? Also zunächst einmal, man muss also die wissenschaftlichen Erkenntnisse so vortragen, wie sie sind. Das ist ganz klar. Und die wissenschaftliche Erkenntnis ist jetzt, also retrospektiv betrachtet, wäre die Schließung nicht nötig gewesen. Das ist, womit wir arbeiten, nach vorne. Das heißt, es wird keine Schließung in dieser Art mehr geben. Und die Bundesregierung hat das damals gemeinsam so beschlossen, auch mit den Ländern zusammen. Wir sind jetzt mit neuen Erkenntnissen zum Schluss gekommen, es wäre nicht nötig gewesen. Das muss man einfach nutzen, um nach vorne zu denken. Aber ich halte nichts von Schuldzuweisungen oder ich halte auch nichts von, es muss einfach immer weitergehen. Wir müssen immer den guten Künsten folgend und der Wissenschaft folgend, müssen wir immer das, was neu ist, nutzen und nach vorne gehen, weitergehen. Vielleicht kann man zusätzlich erwähnen, dass es ja eben einfach auch wichtig war, dass es diese Studie gegeben hat. Das ist ja eine sehr umfangreiche Studie gewesen. Und solche Studien ermöglichen dann eben auch der Politik entsprechend den Erkenntnissen dann auch anders zu handeln, anders umzusetzen, was wir jetzt hiermit auch tun und auch gerade mit Unterstützung von Herrn Lauterbach. Frage dazu, diese Studie ging ja nur über die Kitas, wurde oft bemängelt, dass man über die Schulen nicht gleichfalls solche Erkenntnisse gewinnen konnte. Was ist denn Ihre Annahme? Wären auch die Schulschließungen nicht nötig gewesen, retrospektiv? Also wenn die Frage sich an mich richtet, ich bin ja Minister und Wissenschaftler und daher arbeite ich also weder als Minister noch als Wissenschaftler mit Annahmen. Also wenn wir Erkenntnisse haben, dann werden die berücksichtigt und also wenn wir keine Erkenntnisse haben, dann spekuliere ich nicht. Ich sehe keine weiteren Fragen mehr, dann herzlichen Dank für Ihr Interesse. Schönen Tag.